Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon-Kampf. Heute treten wir an gegen den guten Leon und er hat ein Team dabei, das sich wirklich, wirklich sehen lässt. Keine legendären Pokémon, kein gar nichts, einfach nur ein sehr, sehr cooles und sehr starkes Team. Wie das Ganze ausgesehen hat, sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß und los geht's! Pokémon-Trainer Leon fordert dich heraus. Okay, lass uns kämpfen. Ich starte mit meinem guten Blitzer und Leon wird starten mit, wir sehen es gleich, Itachi. Was ist das? Ein Staraptor. Ein sehr cooles und sehr starkes Pokémon. Okay, Bedroher wirkt. Das ist bei Blitzer nicht sonderlich schlimm. Was allerdings schlimm war, ist, dass dieser Vogel schneller ist als mein Blitzer und da war ich nicht drauf vorbereitet. Gut, mit dieser Attacke zieht er es zurück und Kapalores kommt in den Kampf. Auch ein Pokémon, das sehr, sehr nervig werden kann, besonders wenn es Wassertempo irgendwie so eine Fähigkeit besitzt. Ja, Donnerblitz hat nicht ganz so viel Schaden gemacht, außerdem hält es sich wieder mit den Überresten. Und so der optimale Gegner ist es jetzt nicht für Blitzer, aber ich bleibe erstmal drin, weil noch zwei Angriffe und das müsste dann ausreichen. Und da kommt der Regentanz. Oh nein, ich hatte schon wirklich die Befürchtung, dass es jetzt mit Wassertempo sehr, sehr schnell werden könnte. Ja, das war meine Befürchtung, aber nein, es besitzt Regengenuss und durch den Regen erhält es immer wieder ein kleines bisschen KP dazu. Also, Gefahr, nicht gebannt, aber ich hatte Angst vor etwas, das gar nicht da ist. Aber gut, nochmal Donnerblitz. Und das war's dann mit Kapalores, ohne dass irgendetwas von ihm eine Gefahr gewesen wäre. Gut, als nächstes. Amoroso. Das wiederum, ja, ist ein Problem, weil es ist schneller als mein Blitzer, was ziemlich uncool ist. Greift mit der Kraftreserve an. Das war scheinbar vom Typ Boden, macht einen Volltreffer und besiegt damit meinen Blitzer. What the fuck? Okay, da war ich nicht drauf vorbereitet. Meganie, du sollst es richten. Wir haben hier ein Wassergestein-Pokémon, das sollte passen. Aber da wird es zurückgezogen und... Alola Sandama wird in den Kampf geschickt. Und das ist natürlich nicht ganz optimal als Gegner für mein Meganie. Könnt ihr euch denken. Aber die Igelsamen machen zum Glück ein kleines bisschen Schaden. Der Anfang ist gemacht. Aber wie gesagt, Meganie, besser nicht. Zurückziehen und Bolterus in den Kampf schicken. Mein Panzer. Erstmal der Eiszapfenhagel von Alola Sandama. Sollte jetzt nicht allzu viel Damage an Bolterus machen. Nee, ist übersichtlich, ist nicht sehr effektiv. Und somit, ja. Oh, Sandama trägt ein Lebenorb. Das ist interessant zu wissen. Und Bolterus kann sich dank der Egelsamen wieder ein bisschen hochheilen. Das sieht doch gut aus. Bolterus steht da und mal sehen. Okay, der nächste Wechsel. Und es kommt wieder Amoroso in den Kampf. Ein wahres Pokémon-Karussell, würde jetzt ein ganz gewisser Kommentator sagen. So, Eisenschädel von Bolterus macht nicht ganz so viel Schaden, wie erhofft. Und gegen Amoroso, nein, da wechselt selbst ich wieder aus und ich schicke mein Glurak in den Kampf. In der Hoffnung, dass jetzt keine starke Wasserattacke kommt. Passiert nicht, aber es kommt der Hausbruch. Ah, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, seine Verteidigungswerte gehen runter, aber sein Angriff, sein Spezialangriff und seine Initiative steigen stark. Mit anderen Worten, das Vieh ist jetzt super stark und es trägt sogar noch ein Schlohkraut. Oh nein. Seine Verteidigung ist ebenfalls wieder da. Na, fantastisch. Aber gut. Erstmal die Mega-Entwicklung, damit die Dürre aktiv wird, die Sonne scheint und eine eventuelle Wasserattacke ist nicht mehr ganz so stark. Aber nachdem es seine Angriffswerte erhöht hat, und zwar um 2 Stufen, könnte das trotzdem ein Problem werden. Und... Oh, seht ihr das? Glurak übersteht das Ganze ganz, ganz knapp und kann seinerseits, dank der Sonne, mit dem Solarstrahl angreifen. Und ich denke mal, das müsste es gewesen sein für Amoroso. Ja, das reicht. Sehr gut. Wie es umgefallen ist. Okay, als nächstes sehen wir wieder Staraptor. Und wir wissen, das Vieh ist sehr, sehr schnell. Mit anderen Worten, Glurak wird nicht zum Angriff kommen. Deswegen, ich ziehe es mal zurück. Man weiß nie, wann man noch ein Mega-Pokémon gebrauchen kann. Und schicke wieder Bolterus in den Kampf, um
die Attacke irgendwie abfangen zu können. Wieder die Kehrtwende. Ist bei Boltrus jetzt wie gesagt nicht der Rede wert, das ist cool. Und mit dieser Attacke, ja, wird Staraptor wieder zurückgezogen und stattdessen sehen wir jetzt Smogmog. Auch ein Pokémon, das man definitiv nicht unterschätzen darf. Okay, es versucht den Feuersturm. Zum Glück hat das nicht getroffen, denn ein Feuersturm? Nee, das fände ich jetzt nicht unbedingt cool für mein Boltrus. Und es trägt Giftschleim, dieses Smogmog, und kann sich somit immer wieder ein bisschen heilen. Ja, nee, Feuersturm wollte ich jetzt meine Boltrus nicht antun. Ich schicke Glurak in den Kampf, einfach nur in der Hoffnung, dass es das ausdenken kann. Muss es aber nicht, denn der Feuersturm geht zum Glück nochmal daneben. Ja, ist keine genaue Attacke, deswegen spiele ich den nicht. Aber Glurak kann mit dem Flammenwurf angreifen. Die Sonne ist da, es ist eine Step-Attacke, sehr, sehr stark. Und das reicht zum Glück aus, um dieses Smogmog zu besiegen. Es hat sich ausgesmogt. Okay, und dann sehen wir bereits wieder dieses Staraptor. Das geht mir langsam aber sicher ein bisschen auf die Nerven. Aber ihr könnt euch denken, was ich jetzt wieder tun muss. Natürlich wieder Glurak zurückziehen und wieder Boltrus in den Kampf schicken. Kommt nochmal die Kehrtwende? Ne, die Heimzahlung kommt. Aber ist jetzt auch nicht weiter wild für Boltrus. Ne, das passt schon. Das war eine super Heimzahlung, muss ich sagen. Naja, okay, Staraptor wird wieder zurückgezogen und als nächstes sehen wir ein Raichu. Ein Alola-Raichu, sehr schön. Und Boltrus versucht die Steinkante, die trifft und der Schaden ist akzeptabel, ja. Okay, Raichu ist natürlich schneller und wir sehen die Z-Attacke. Von welchem Typ? Wir merken es gleich. Oh, mehrere Statuswerte wurden erhöht. Na, fantastisch. Oh, wir sehen Z-Ehrentag. Oh mein Gott, Glückwunsch Leon, ja. Oh mein Gott, ein Event, Raichu vermutlich aus dem Pokémon Center, ich weiß es nicht. Wie geil, Ehrentag, eine sehr coole Attacke. Und wenn man es mit einem Z-Stein verbindet, werden alle Statuswerte erhöht. Das ist ziemlich cool, das wusste ich nicht. Aber Ehrentag, ja, ich glaube nicht, dass es ein Pokémon auf regulärem Weg lernen kann. Und deswegen bieten wir uns jetzt wieder diesem Kampf. Nachdem Boltrus den Strauchel abgekriegt hat, kann es mit dem Eistrahl das Raichu fertig machen. Wunderbar. Gut, als nächstes sehen wir noch einmal Staraptor. Ja gut, der Bedroher wirkt. Das ist eigentlich schon eine gute Taktik, welche Leon da fährt. Und da kommt Staraptor mit dem Nahkampf. Und das tut weh. Das tut sehr weh. Und ja, es hat keine Chance. Und wird von diesem Vogel besiegt. Boltrus, gut gekämpft. Aber mein Team ist auch immer noch nicht vollständig besiegt. Nein, jetzt kommt Letaking in den Kampf. Und jetzt kommt nochmal der Nahkampf. Und seht euch das an! Seht euch das an! Letaking beinahe mit einem Treffer besiegt. Und da habe ich gestaunt, da habe ich Augen gemacht. Aber gut, es wird Zeit, um Leon mal zu zeigen, wie eine richtige Heimzahlung aussieht. Nämlich so. Wow! Wow, wow, Letaking? Hast du mir gerade ein bisschen Sorgen bereitet? Ja, nun besiegt es sich natürlich selber wegen dem Legenorb. Aber ist nicht so weiter wild. In der nächsten Runde hätte es eh nicht angreifen können. So, als nächstes, oder beziehungsweise als letztes von dir, und sehen wir Alola Sandama und ich schicke Meganie in den Kampf. Warum das? Ach so, ja, wir mussten ja beide ein Pokémon wählen. Wir wussten noch nicht, was der andere Trainer macht. Aber wenn ich ein bisschen aufgepasst hätte, hätte ich gewusst, dass nur noch Alola Sandama da gewesen wäre. Und dann hätte ich nicht auf Meganie gesetzt. Naja, ist zum Glück nicht viel passiert. Aquana ist da und kriegt den Next Strike ab. Was zur Hölle ist das für eine Attacke? Habe ich vorher auch noch nie so wirklich gesehen, glaube ich. Aber für Aquana kein Thema. Es greift an mit dem Surfer. Und der Schaden ist wunderbar. Und damit besiegen wir Alola Sandama. Und das war's. Ja, du besiegst Leon! Alles klar, Leon. Daumen hoch. Großen Respekt vor deinem Team. Sehr, sehr starke Pokémon. Sehr, sehr ausgewogen. Wow, nicht schlecht. Da hatte ich und mein Team wirklich große, große Mühe. Nochmal, Daumen hoch. Leon, grandioser Kampf. Vielen, vielen Dank dafür. Und euch, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.